Hey, okay. Wir haben Woche 38 und das Thema ist Transaktivismus, ist politisches Engagement notwendig? Politik ist jetzt nicht so ganz mein Thema. Also, naja, ich bin eigentlich ziemlich unpolitisch. Aber ich finde, dass Trans ein größeres Thema in der Politik werden sollte. Genauso wie Homosexualität. Ja, vor allem bei Trans jetzt hat man noch nicht viel, also ich zumindest, was vielleicht daran liegt, dass ich mich nicht so viel dafür interessiere, aber ich glaube, es ist kein großes Thema in der Politik. Das Einzige, was ich jetzt auch im Fernsehen und so mitbekommen habe, ist die Überarbeitung des Transgender-Gesetzes im Januar, dass die PR nun auch schon vor irgendwelchen geschlechtsgleichen Maßnahmen durchgeführt werden darf. Aber sonst habe ich nicht wirklich was darüber mitbekommen. Und ich glaube auch, dass es nicht wirklich viel darüber gibt in der Politik, dass es kein großes Thema ist. Also ja. Und allgemein finde ich auch, dass wenn es ein größeres Thema in der Öffentlichkeit werden würde, dass auch viel mehr Leute darüber Bescheid wissen würden. Denn es sind echt viele, die nichts darüber wissen. Also die meisten kennen jetzt Drag Queens und Travestie-Künstler oder sowas. Und das setzen die halt mit Trans-Identität gleich. Und das weiß ich nicht, die wissen nicht, dass es da einen Unterschied gibt. Und meistens sind es auch einfach nur Transfrauen für die Leute. Und ja, Transmänner sind bei denen eigentlich noch weniger Thema. Ja, das ist ja nicht alles, was ich sagen kann. Also auf jeden Fall finde ich, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit, dass dieses Thema mehr in der Öffentlichkeit steht und nicht irgendwie vergessen wird. Okay, ja, das war's auch von mir und bis dann, ciao.